Wird Honda 2026 erneut McLaren mit Motoren beliefern? Die Internetseite TheRace.com erfuhr, dass es erste Kontakte zwischen McLaren und Honda in Bezug auf die Motorenregeln für 2026 gab und beide Parteien wollen ihre Optionen prüfen. Beide arbeiteten von 2015 bis 2017 zusammen, beendeten ihre Zusammenarbeit dann aber vorzeitig, unter anderem wegen schlechter Motorenleistung und mangelnder Zuverlässigkeit, was zu Konflikten führte. Diese Gespräche sind aber noch in einer sehr frühen Phase, weil Honda überlegt, ob sie sich als Motorenlieferanten verpflichten und mit wem sie zusammenarbeiten wollen, und McLaren überlegt, ob sie nach 2025 noch Mercedes-Kunde bleiben wollen oder sich einen neuen Lieferanten suchen sollen. Honda zog sich Ende 2021 aufgrund von finanziellen und technischen Ressourcen auf die Entwicklung kohlenstoffneutraler Technologien für ihr Automobilgeschäft aus der Formel 1 zurück, aber sie beliefern Red Bull bis Ende 2025 noch mit Motoren. Honda begann jedoch seinen Plan, sich zurückzuziehen, zu überdenken, und das lag teilweise daran, dass sie zwischen der Entscheidung, den Rennstall zu verlassen, und dem offiziellen Rückzug einen neuen CEO bekam, aber auch an den großen Erfolg, den sie mit Red Bull hatten. Das japanische Unternehmen hat ja Ende 2022 offiziell sein Interesse an den Regeln bei der FIA angemeldet. Neben Honda haben Red Bull, Ford, Audi, Mercedes, Ferrari und Renault ihre Teilnahme als Zulieferer von 2026 bis 2030 bereits zugesagt. Die Registrierung bei der FIA bedeutet aber nur, dass die Hersteller an den Diskussionen mit beteiligt sind und erleichtert den Einstieg, falls sie sich für das Verfahren entscheiden, was alle bis auf Honda bereits gemacht haben. Da Red Bull stark in die Vorbereitung auf den Bau eines eigenen Motors investiert hat, hätte eine fortgesetzte Zusammenarbeit mit Honda zu Red Bulls Bedingungen erfolgen müssen. Vermutlich ein finanzieller Anteil, der Verzicht auf einen echten Anteil am V6 oder ein reiner Hybridpartner. Aber nicht nur McLaren wurde in Verbindung mit Honda gebracht, sondern auch Williams. Aber nur weil es der erste Kontakt ist, bedeutet das nicht, dass McLaren das bevorzugt, denn CEO Zak Brawn prüft alle verfügbaren Optionen für 2026, denn er möchte die Richtung des Teams so schnell wie möglich festlegen. Er soll auch das Red Bull Powertrains Werk besucht haben, und eine weitere Option für das Team aus Woking wäre, Audi ins Visier zu nehmen, denn sie bauen für 2026 ihren eigenen Motor. Audi kauft ja 25% pro Jahr Anteile von Sauber, wo Andreas Seidel jetzt CEO ist, und sowohl er als auch Brawn waren letztes Jahr bei McLaren noch Kollegen. Früher gab es Diskussionen, wobei Audi versuchte, Partner von McLaren zu werden. Da McLaren einen Verkauf komplett ausgeschlossen hat, wurde die Tür für eine Motorenlieferung offen gelassen. McLaren könnte aber auch mit Mercedes als Motorenlieferanten weitermachen, denn laut Zak Brawn sind sie sehr glücklich mit ihnen und er glaubt daran, dass man eine WM mit einem Kundenmotor gewinnen kann. Sie haben einen langfristigen Vertrag mit Mercedes und machen sich für 2026 noch nicht allzu viele Gedanken. Meinungen dazu in die Kommentare und für weitere News-Kanal abonnieren.